Du bist wach, was ziemlich ungewöhnlich für dich ist. Ja, meist schläft er einmal und muss erst geweckt werden. Lilith! Na sicher, an so einem Tag? Mal sehen, wir sollten wohl zur Linsenkanone gehen, oder? Genau. Zur Linsenkanone gehen. Das ist Zeit, die Operation zu beginnen. Ja, ich bin mir sicher, dass Reynolds wartet. Lass uns zur Kanone gehen. Zur Linsenkanone. Lass uns zur Linsenkanone gehen. Auf geht's. Wir sind jetzt bereit. Also schauen wir nach, wie die Kanone schießt. Gut, Reynolds. Dann würde ich sagen, bring die Kanone in Schuss. Wir sind bereit. Wir sind nah dran. Die Vorbereitungen für die Linsenkanone kommen sehr gut voran. Ich habe Berichte erhalten, dass die Reparaturen an der Draconis beendet sind. Ihr könnt sie benutzen, wie es euch beliebt. Alles klar, wir kommen zurück, Max. Also dann, es ist Zeit, die letzte Feuersequenz einzuleiten. Einstellung der Linsenkanone. Ziel Radisrol. Warum auf die Radisrol zielen? Was machst du da, Reynolds? Schaut euch die Äthersphäre genau an. Seht ihr die blauen Hemisphäre-Dinger, die überall verstreut sind? Was sind das für Dinger? Sie sind Energieabsorber. Niemals. Dann bedeutet das... Wenn das Kanonenfeuer die Äthersphäre trifft, wird es die Energie absorbieren. Das kann nicht sein. Jedoch. Der sichtbare Teil der Radisrol ist immer noch ungeschützt durch die Absorber. Also wenn wir darauf zielen, könnten wir Erfolg haben. Aber was, wenn Ritora immer noch lebt? Radisrol ist immer noch in der Nähe, also ist es möglich, oder? Wenn dem so ist, wird der Kommandeur nicht unbeschadet überleben. Sein Kernkristall würde zerstört werden. Das würde den sofortigen Tod für Ritora bedeuten. Das kannst du nicht ernst meinen. Gibt es denn keinen anderen Weg? Wenn es einen anderen geben würde, dann hätte ich ihn gewählt. Ich mag es genauso wenig wie ihr. Reynolds. Darum wollte ich den Stromausstoß erhöhen. Ich wollte einen anderen Weg finden. Aber durchs Durchhaltevermögen der Kanone sind wir leider an unsere Grenzen geraten. Gib dir keine Schuld, Reynolds. Du hast alles getan, was in deiner Macht steht. Ritora! Du lebst noch!
Ich habe die Möglichkeit wiederhergestellt, um Nachrichten zu schicken. Trotzdem ist die Situation ziemlich dünn. Sodian-Team, ihr könnt euch jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht zögern. Meinen Analysen nach ist das der einzige Weg, den wir haben. Ritora! Die Zukunft der Welt liegt in euren Händen. Zögert nicht, zu tun, was ihr tun müsst. Stan, wir müssen Ritoras Wunsch zu Herzen nehmen. Ich verstehe. Herr Reynolds, ich zähle auf Sie. Eure Majestät, wir sind bereit, auf euren Befehl loszuschießen. Da das Schicksal der Welt an seinen Fragen liegt, will ich jetzt die letzte Operation starten. Bereite die Linsenkanone vor, loszuschießen. Energieaufladerate bei 80%. Integrierte Linsen. Drahtverbindung online. Generatordruck steigt. Integrierte Linsenkanone fertig zum Abfeuern. Gesamtes Personal. Zieht alle euren Blitzschutz an. Initiiere letzten Countdown. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Integrierte Linsenkanone, Feuer! Werde Licht. Das ist unser Licht der Hoffnung. Ah, Ritora ga michibite kureta. Kakegae no nai hikari da. Ah, Ritora. Das Licht wird nie dich ersetzen, der du mal warst. Ano hikari wa atashitachi no te de motto ookiku eikyuu no mono ni suru no yo. Durch unsere Hände werden wir sicher gehen, dass dein Opfer nicht umsonst war. Leute, lass uns zu Lycroft. Es ist Zeit, das Ganze zu beenden. Gut, lass uns zu Lycroft gehen. Ich werde Ritoras Willen nicht einfach dahin scheinen lassen. Wir werden Mitran erledigen. Lass uns alle an Bord der Draconis gehen und zu Lycroft gehen. Nach Drycroft. Lass uns, ja, auf die Draconis gehen und zu Drycroft fliegen. Natürlich. Dann würde ich sagen, Abflug. Aber erstmal müssen wir sowieso hier aus Darieshi raus. War aber ein schöner, ja, Schuss, würde ich sagen. Ein schönes Leuchtfeuer. Doch, er fand den Scheiter nicht. Gut, so, wo ist die Draconis? Muss ich jetzt die hier nehmen?
Moment. Ich gehe noch mal kurz zum König. Weil irgendwie muss ich jetzt die andere Drakonis, glaube ich, nehmen. Oder muss ich das jetzt mit der einfach machen? Ich probiere es gleich nochmal aus, aber ich gehe erst nochmal kurz zum König. Um nochmal mit ihm zu sprechen, was jetzt mit der anderen Drakonis ist. Na, aus dem Weg. Wir müssen die Welt retten. Ne, hier ist auch keiner mehr. Na gut. Aber kann ich hier nach hinten? Nee. Oh. Okay. Dann muss ich wohl doch die Drakonis nehmen, die ich vorher hatte. Dann wird das wahrscheinlich damit funktionieren. Gut. Oder ist die andere Drakonis? Moment. Ich bin mir gerade unsicher. Aber es war ja die Rede davon, dass die andere Drakonis ja repariert wurde. Die muss ja dann auch irgendwo in der Nähe geparkt sein. Nur was sagst du noch dazu, Reynolds? Kommandeur Ritora. Ich werde nie vergessen, was ihr mir beigebracht habt. Bitte, für Kommandeur Kommandeur Ritoras Willen müsst ihr Mictran erledigen. Alles klar. Machen wir auch. Aber vorher muss ich sowieso noch die richtige Drakonis finden. Falls ich nicht das sogar mit meiner aktuellen schaffen kann. Das geht es ja jetzt noch herauszufinden. So, raus da. Hier ist auf jeden Fall das Licht. Okay, die Musik hat sich nochmal geändert. Gut, ich versuch's mal folgendermaßen. So. Einmal dahin fliegen. Ups, nein. Nee? Okay, dann muss ich wahrscheinlich wirklich die andere Drakonis finden. Die Frage ist nur, wo ist die? Ah, ich sehe doch gerade den Punkt. Okay. Da drüben ist sie. Gut. So. Wollte schon sagen. Na, dann würde ich sagen, Abflug, ne? Die Lumina-Drakonis. Drakonis, Start! Unser Ziel, Dycroft. Ich muss schon sagen, das sieht jetzt alles ganz anders aus hier. Sogar schon alles mit Grün hier. Als wie es vorher noch aussah, so ödlandmäßig und jetzt alles wirklich sogar richtig lebendig geworden. Wir sind endlich hier. Leute, seht ihr das auch? Ja. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass die Äthersphäre so viel Vegetation abbekommen würde. Das muss ein weiterer Effekt des Energieabsorbers sein. Es scheint, als würden die Dinge schneller voranschreiten, als wir erwartet hätten. Das ist also die neue Welt, die Mictran wünscht zu erschaffen. Ja.
Eine unlegitime Welt, die niemand willens akzeptieren will. Es liegt an uns, das zu beenden. Ich komme, Mictran. Dann lass uns Mictran fertig machen. Wir sind weit gekommen. Lass uns Mictran aufsuchen und zu besiegen. Egal was es kostet, lass uns Mictran besiegen und die Welt zu retten. Ein Gegner oder Hauptquartier des Gegners. Mann, dieser Dycroft-Ort ist ziemlich riesig. Ja, es ist anders als die letzten schwebenden Städte, die wir betreten haben. Komm schon, Stan. So, bist du echt so weich? Das ist nicht. Ich kann fühlen, dass eine ahnungslose Energie von diesem Ort ausgeht. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Mictran, er ist hier. Wir werden Mictran schlagen. Das ist unser letzter Kampf. Lass uns Mictran besiegen und die Welt zurückzuholen. Weitermachen. Wir müssen weitermachen und Mictran besiegen. Um jeden Preis. Wir müssen Mictran um jeden Preis besiegen. Beeilung. Wir müssen uns nach Mictran beeilen. Mit all unserer Macht. Mit unserer Macht werden wir Mictran besiegen. Wir machen ihn nieder. Lass uns Mictran mit allem, was wir haben, niederschlagen. Lass uns ihn erledigen. Lass uns Mictran mit unseren hübschen Feinden zerschlagen. Wir werden ihn niedermachen. Mictran hat keine Chance gegen meine Eisenfäuste. Ich werde ihn wegpusten. Meine Lieder werden Mictrans Bösen wieder wegpusten. Oh, schade, und für Lilith haben sie nicht extra noch was eingefügt? Gut, aber ich werde erst noch mal von der Dycroft gehen. Wir werden also gleich hier sozusagen uns reinbegeben. Nämlich können wir uns hier tatsächlich noch einmal umsehen. Das Drakonis-Tutorial brauchen wir nicht, weil das kennen wir ja schon. Ja. Okay. So, dann sehen wir uns nämlich jetzt in dieser Welt mal ein bisschen um. Jetzt, wo sie ein bisschen lebhafter geworden ist und vollständiger. weil das Ganze hat jetzt auch eine andere Karte. Wie ihr seht, jetzt ist alles grüner. Und halt auch alles befüllter. Es gibt ja auch gleich noch einen Ort, den wir noch einmal betreten werden. Allerdings vorher will ich erstmal noch mal auf die Erdoberfläche. Nämlich gibt es noch einen Punkt, den ich jetzt machen kann und machen möchte. Ich muss nur gerade gucken, wo jetzt der Punkt ist, wo ich hier auf die Erdoberfläche zurückkomme. Ich glaube, da drüben ist er schon, ne? Ja, hier ist das Loch. Ja. Loch zu den Ätherländern. Ja, wir gehen da jetzt runter. Ein bisschen Spannung muss ja noch bleiben, Retro. Deswegen will ich noch eine Aufgabe mich jetzt widmen, die noch meiner Meinung nach interessant ist. Und die ich jetzt auf jeden Fall vollständig auch machen kann. Zur Dycroft. Ja, jetzt wo ich hier unten bin, ne? Mictran wird durch unsere Hände fallen. Lass uns zurück zu Dycroft fliegen und ihn besiegen. Ja, aber erstmal noch was anderes, wie gesagt. Ich habe ja schon gesagt, wo ich noch hin will. Ab nach Harmenz. Oh. So. Gut. Einmal schön landen. Wir wissen ja, hier ist eine Person in diesem Dorf. Und ich weiß jetzt auch, wie wir das wenigstens auslösen. Hätte ich vorher auch schon drauf kommen können. Aber ich finde, jetzt ist sowieso der bessere Zeitpunkt, weil jetzt kann ich es nämlich komplett machen. So, da drüben ist auch schon. Gut, jetzt muss ich erstmal kurz das richtig stellen. Dazu muss ich auf jeden Fall Felia in die Gruppe erstmal nehmen. Und Woodrow, weil die Titel ja bekommen haben. Jetzt muss ich nur gerade einmal... Nein, verdammt. Genau, Status war richtig. Felia muss ich auf jeden Fall den Titel ändern. Genau, Trivia Queen. Bei Woodrow muss ich jetzt auch noch den anderen Titel machen. Originaler König des Ratespiels, also der Trivia. Gut, und jetzt müsste ich problemlos mit ihnen reden können. So, hallo Kratos, so sehen wir uns wieder. Die Titel des der königlichen Trivia tragen, haben vielleicht die nötigen Fähigkeiten. Nun, könnt ihr das beantworten?